Hallo und herzlich willkommen, liebe Autofilou-Fans, hier von der Custom Wheels in Messe Wien. Ich habe jetzt hier neben mir sitzen den Christian Abt. Man kennt ihn noch von früher. Er ist viele Rennen gefahren, hat auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Hat, als er gerade auf der Bühne war und erklärt hat, noch vor, bevor er die Karriere beendet, seine Rennkarriere, will er das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auch noch unbedingt gewinnen. Ja, Christian, hallo. Hallo. Raphael. Vielleicht kannst du bist für die Classic-Abteilung zuständig oder bist auch Geschäftsführer von der Abt Classic. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Seit wann gibt es euch? Was macht ihr da Besonderes? Kann da jeder hinkommen? Ist das nur für Firmenkunden? Nein, die Abt Classic, die haben wir gegründet, weil wir eigentlich sehr viele eigene Fahrzeuge aus der Firmengeschichte haben, die wo eigentlich seit über 20 Jahren bei uns immer so aufgestaffelt rumstehen, haben wir gesagt, die müssen ja irgendwann mal restauriert werden. Und dann haben wir so eine Abteilung aufgemacht, die wurde das restauriert. Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, dass die Kunden und die Leute draußen das viel, viel mehr wollen. Und dann haben wir uns aber noch auf andere Marken spezialisiert, wie Ferrari, Porsche und Mercedes. Und auch diese Fahrzeuge, die hochwertigen Fahrzeuge von speziell Ferrari und Porsche, die werden bei uns jetzt mittlerweile restauriert und aber auch untergestellt. Also zu Kunden, die lassen es bei uns restaurieren, stellen ihr Fahrzeug hin und sagen beim Samstag, sie wollen kommen. Und dann kommen sie uns in die Werkstatt, aber die Werkstatt aufgesperrt. Da machen sie so eine kleine Ausfahrt bei uns durch die Allgäuer Berge und stellen dann das Auto wieder unter. Und da, das mache jetzt ich gerade ein bisschen so mit meiner Familie zusammen, ziehen wir das ein bisschen klar auf und es wird immer mehr und mehr. Mittlerweile haben wir schon über 25 Autos jetzt im Bestand. Mhm. Also wächst auch wieder die ganze Classic-Geschichte. Mhm. Aber wir vergessen aber auch nicht, wo wir herkommen, aus der Audi und VW-Geschichte und auch diese Fahrzeuge, ob das Golf 1, Golf 2, auch solche Autos stehen bei uns, oder VW-Busse, T1, T2, auch solche Sachen werden bei uns restauriert. Auch viele Motoren, wo wir früher getunt haben, die Golf 1, ja. Und Golf 2, auch da machen wir ein bisschen Motorrevisionen von so Oldtimer-Motoren. Also alles Mögliche wird momentan aufgebaut, was diese Schiene angeht. Das heißt aber auch, dass die auf, zum Beispiel für Rennen auch hergerichtet werden oder wirklich einfach nur Restaurierung? Da sind wir auch gerade dran, dass man vielleicht aus dieser Motorsportgeschichte, wo man den Golf 1 oder mein Vater hat noch so früher die Abarts gefahren, da gibt es auch ein paar Leute noch in Deutschland, dass man da vielleicht noch ein bisschen die Autos, Rennautos auch ein bisschen restauriert und vielleicht mit denen dann als Betreuung zur Rennstrecke geht. Auch das ist eine Überlegung da. Aber das muss ich alles noch ausbauen. Wir machen das jetzt gerade seit 2 Jahren und sind jetzt schon gewachsen. Und eins nach dem anderen. Aber irgendwann werden wir mit dem Motorsport beginnen, weil eigentlich da hängt mein Herz und meine Leidenschaft. Ja. Aber momentan will ich noch selber ein bisschen Rennen fahren, wo der aktive Motorsport ist. Und vielleicht dann irgendwann in 3, 4 Jahren mal, sage ich mal, okay, dann wechseln wir in diese Oldtimer-Szene richtig rein. Da habe ich noch ein paar Jahre. Ich sehe mich ja als junge Generation und auch ihr seid ja mit dem Daniel Abt auf YouTube gut vertreten, sehr sympathisch. Wird da auch jemand Videos machen, deine Tochter vielleicht? Oder ja, kommt also da irgendwas? Das wäre sicher auch interessant. Ja, das, was der Daniel da macht, das finde ich also mega. Also ja. Kommt auch mega an. Und er macht es auch richtig professionell. Vielleicht würde ich ihn mal fragen. Das kann mal sein, dass ja. Er das mal vielleicht auf die Classic macht, weil er hat ja die Abt Lifestyle, das GmbH, ja. Das ist ja seine Firma. Ja. Und vielleicht, ja, der Mitarbeiter, vielleicht kann er die Firma dann mal für was für mich machen. Mhm. Weil, warum soll man alles selber anfangen, mhm. wenn es was Vorhandenes in der Abt-Familie gibt? Ja. Und da wollen wir drüber nachdenken. Mhm. Ihr seid als Classic auch in Kempten angesiedelt? Oh, genau. Okay. Gleich im Gegend. Okay. Kann man da einfach vorbeikommen und. Kein Problem. Okay. Jederzeit. Auch die zum Beispiel Oldtimer besichtigen, die Classic Cars? Ja gut, wir haben jetzt keine Ausstellungshalle für Oldtimer momentan, aber in der Werkstatt, wo halt die Autos restauriert werden. Aber die Werkstatt lassen die Leute auch besichtigen. Was sind die nächsten Projekte, die jetzt anstehen? Gibt es heuer noch irgendwas rennmäßig oder ist die Saison quasi gelaufen? Ich jetzt selber nichts. Ich habe jetzt geht schon die Vorbereitung los für das neue 24-Stunden-Rennen Nürburgring, mhm. weil die ersten Rennen sind ja schon im März. Ja. Da muss man sich halt körperlich auch wieder vorbereiten jetzt auch und vielleicht, dass nicht nur Dubai ansteht, 24 Stunden, das könnte sein, da bin ich gerade in Verhandlungen. Und das ist im Januar, aber mal sehen. Aber hauptsächlich ist es Ende Mai, das 24 Stunden Nürburgring, das ist für mich der Highlight. Und da kommt es darauf an, wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Okay. Womit werdet ihr dann antreten beim 24-Stunden-Rennen? Ja, ich würde mit einem Rennteam antreten, das kann ich aber jetzt leider noch nicht sagen, wie das ist. Aber wir werden es nicht selber machen, nicht ab selber, sondern ich will
bei Audi irgendwo auf einem Auto eingesetzt. Aber es wird auch dann ein R8 sein, ja, oder was? Also es ist auf jeden Fall ein Audi und ein R8, ja, ja, okay. Das ist definitiv. Aber welches Thema das ist, ob das jetzt BRT, Phoenix oder Brücke ist, ja, das, oder Land, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber irgendein von denen tritt es. Welche Leistungsklassen, weil es mich einfach interessiert, in welchen... GT3, der höchste halt. Was haben die an Leistung dann während des Rennens? Ja, die fahren ja mit dem Aerostrict auf der Nordschleife. Mhm. Und man hat es ja ein bisschen langsamer gemacht, aber da oben haben sie so 530 PS auch schon noch. Ja, du hast erzählt, das Spannende eigentlich am 24-Stunden-Rennen ist, dass du mit einem GT3-Wagen ja bis zu 60 Autos in der Runde überholst. Genau. Wie lange dauert da die Runde mit dem GT3-Auto oder während so eines Rennens? Ja, 8 Minuten 30 bis 8 Minuten 20, 8 Minuten 20, ja. 8 Minuten 30. Ja. Na gut, Christian, dann sage ich danke. Ja. Und ja, bis bald, vielleicht komme ich einmal vorbei in Tempo und wir sehen uns. Können wir gerne was machen. Ja. Super. Perfekt, danke schön. Ja.